Amazing Grace ist einfach der Versuch, wieder ein zusammenhängendes Projekt miteinander auszuprobieren, das einen roten Faden hat, das einen Inhalt hat und das uns nochmal vor eine neue Herausforderung stellt. Nachdem der Artikel in der NWZ kam, war eine sehr rege Resonanz. Es sind im Gemeindebüro täglich Anrufe eingegangen. Wir wollen mitsingen. Ich wurde privat häufig angesprochen auf der Straße. Beim Herkommen gerade eben hat mich jemand angesprochen. Ja, ich möchte gern mitsingen. Wann fängt die erste Probe an? Und ein sehr, sehr reges Interesse, sodass wir mit sehr vielen Sängern rechnen. Also auf den nächsten Freitag freue ich mich riesig, weil ich wirklich ganz, ganz gespannt bin. Es war bei jedem Projekt so ein Überraschungspaket, was man da aufmacht, wenn dann die Leute reinströmen in die Probe und man dann einfach Gesichter sieht, von denen man nie gedacht hätte, dass sie kommen werden und mitsingen. Ich habe keine zu großen Erwartungen. Also ich denke, wir gucken nächsten Freitag, was sein wird und freuen uns mit den Leuten, die da sind und werden dann einfach natürlich dann nochmal forciert in die Planung gehen. Also wenn es zu viel Sänger sein werden, werden wir schon so ein paar Ausschlusskriterien einführen. Also wir werden schon eine relativ straffe Probenstruktur vorgeben. Das heißt, es muss sich jeder bei der dritten Probe einfach entscheiden, ob er dabei sein wird. Die Leute sollten wirklich bei dem Marathon an Aufführungen auch komplett mit dabei sein, sodass wir einfach als Chor eine Homogenität haben. Und dadurch wird sicherlich sein, dass der eine oder andere sagt, mir wird es zu viel.